Wir hätten jetzt ein Lied für euch, wo ihr auch ein bisschen mitsingen könnt. Wir sind schließlich interaktive Musiker. Also er ist ein Musiker, ich bin interaktiv. Geht schon? Und ich weiß nicht, wie das so anfängt. Aber ich spüre es, glaube ich, vorher, gell? Oder? Ich spüre es gar nicht, das ist falsch. Das war das Original, aber wir spielen ja nicht das Original. Wir spielen eine Coverversion. Ja, ne? Ja, jetzt war's das, gell? Geht schon, du fängst es sowieso an. Was hat der Huber Seppel in seiner Lederhosen? Hat er einen Falkenwecker oder eine Sardinendosen? Hat er einen Taschenfeitel oder einen Mittelscheitel? Oder ein bisschen Stroh? Ja, weißt du schon? Preis, geht schon, was ist das? Ein paar Risse schon. Ja, weißt du schon. Was hat der Schmidt-Marino und Papier-Torres-Kino und gleich der Schreibtisch-Labo oder der Fleischer-Blabo ein Furz-Zum-Meister-Tanger oder ein Gurken-Zanger oder ein Haarschampo? Weißt du schon? Oder einen Sekunden sagen, das war die falsche Strophe, das ist mir wurscht. Ein Maschinen. Ja. Das nennt man sozusagen Repetition. Englisch ist das. Auch Wiederholung auf Deutsch. Jawohl, hat der alte Pfarrer und dann der schwarzen Kutten, hat er einen Nasenbohrer oder einen Krampusputten, hat er ein rotes Zipfel oder ein Vanillekipferl, eventuell ein Niccolo. Was hat der Wolfsbanker oder sein Juppie-Janker oder ein Lederkast oder ein Lerchenschacht oder ein Gürtelrosen oder ein Arbeitslosen oder ein Was hat ein Muselmann unter sein Kaftanlamm? Hat er eine Wunderlampen oder eine Megawampen? Hat er ein Nonnenkloster oder ein Stracheposter? Hat vielleicht ein Weinschaton? Der Strache selber weiß es nicht, denn er ist ein dummer Wicht. Was hat der Politiker unter den Oberstrafen oder den letzten Wähler oder ein Autoraffen oder ein Sechskapieren oder ein Sportsuchieren, ein Wort und Video? Hast du schon? Dann sind ein paar schon sexuell ziemlich erregt. Oder Bestechungsgöder oder ein Unterlödler oder zwei Ostereier oder ein Seitenschleier oder ein Flaschenzug oder ein Gratisflug, ein Sternabfall am Damenklo. Wer weiß das schon? Ich nicht. Typisch. Ich glaube, der weiß wieder nicht. Klassenmedizin ist das, der eine weiß, was der andere nicht. Der eine schneidet den linken Fuß an, der andere sagt, das war falsch, ich will jetzt den rechten Bauch. Da will ich mir die Musik als zweite Stampe.
weiß das schon, wer weiß das schon. Das Fernsehen und das Radio, die wissen schon.